Sie sind noch unentschieden, welches Fach Sie studieren möchten? Sie suchen Informationen über die verschiedenen Studienfächer? Die Online-Studienfachwahlassistenten der Freien Universität Berlin, kurz OSA genannt, stellen über 60 Studiengänge vor, um Sie bei Ihrer Entscheidung für das richtige Studienfach zu unterstützen. In dieser Woche möchten wir Ihnen den OSA des Bachelorstudiengangs Englische Philologie vorstellen. Im OSA der Englischen Philologie berichten Studierende über ihre Erfahrungen im Studium. Das Studium macht aus, dass man zwei große Themenfelder hat, Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft, die sehr unterschiedlich sind, was gerade auch gut ist, weil eigentlich so jeder etwas findet, was ihn sehr interessiert. Was mir besonders gefallen hat, ist, dass ich gefordert wurde und auch gefördert. Mehrmals habe ich gedacht, das schaffe ich nicht, und es wurde mir gesagt, du musst es und du machst es und du schaffst es. Und ich habe es gemacht, und viele Sachen fand ich am Anfang schwierig, und mittlerweile finde ich, dass alles geht. Die Inhalte und Anforderungen des Studienfachs werden von Herrn Professor Anatol Stefanovic vorgestellt. Das Kerngeschäft der englischen Philologie ist die Frage, wie die englische Sprache funktioniert. Vom einfachen Satz bis zum hochkomplexen literarischen Text. Wir fragen uns nach den Entstehungsbedingungen für sprachliche Äußerungen, für Alltagskommunikation, für mittelalterliche Gedichte, für Theaterstücke von Shakespeare, für moderne Romane aus der postkolonialen Welt. Und wir stellen uns auch die Frage, wie diese ganzen produzierten Texte auf gesellschaftliche Entwicklungen zurückwirken. Anhand interaktiver Beispielaufgaben können Sie sich probeweise mit Studieninhalten auseinandersetzen. Sie können sich einen Beispielstundenplan für das erste Semester anschauen. Informationen über mögliche Perspektiven nach dem Studium und vieles weitere mehr. Wenn Sie mehr über die englische Philologie erfahren oder weitere Studienfächer der Freien Universität Berlin kennenlernen möchten, besuchen Sie die OSA-Plattform unter www.osa.fu-berlin.de.